Freunde, herzlich willkommen zur Alpha von Planet Coaster. Das ist die erste Phase der Alpha und in dieser ersten Phase können wir eigentlich keine Rollercoaster bauen. Warum sage ich eigentlich? Eigentlich sollen diese Rollercoaster in Phase 2 erst kommen und in Phase 3 soll es dann den Community-Inhalt und Blueprints geben. Das ist natürlich eine feine Idee, aber das Spiel würde nicht Planet Coaster heißen, wenn es nicht Planet Coaster heißen würde und man keine Coaster bauen könnte. Ich hoffe, ihr konntet mir bis dahin folgen. Es gibt eine Möglichkeit, Coaster in Planet Coaster zu bauen. Haha, ja. Yeah. Das sagt uns auch der gute Sandbox Fields hier. Ich zeige euch in späteren Videos auch nochmal die ganzen anderen Parks und auch wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare schon mal rein. Ich zeige euch aber jetzt, wie man in der ersten Phase der Alpha auch Rollercoaster bauen kann. Ne? So. Jetzt gucken wir mal. Irgendwie will jetzt meine Kamera gerade nicht so, wie ich das gerne hätte. Naja. Okay, ich konnte sie zumindest gerade kurze Zeit lang nicht drehen. Naja, okay. Ist eine Alpha. Sei genehmigt. Also, ihr seht hier unten schon, wenn ihr Planet Coaster auch habt, dann habt ihr hier unten dieses Feld Coasters. Das ist bei euch nicht sichtbar. Wie macht ihr es sichtbar? Gibt einen ganz einfachen Trick. Ihr klickt hier auf Rides drauf oder auf Scenery oder auf Buildings. Könnt ihr euch gerne aussuchen. Und dann klickt ihr hier auf der rechten Seite auf diese kleine auf diese Search-Button hier, auf diese Lupe und klickt und schreibt rein Under Construction und würdet hier in dem Fall Enter drücken und dann habt ihr die Möglichkeit hier Coasters zu bauen. Ja, so einfach ist es eigentlich. Ich kann euch ja mal zeigen hier, wie man so einen Coaster baut. Mit der Taste Y könnt ihr die Position bestimmen, also wo wir die Station zum Beispiel platzieren. Wir können hier unten die Länge auch definieren. Bei der Station ist es jetzt leider nicht oder noch nicht möglich. Wobei wir können mal gucken. Ja, wir können jetzt hier mehrere Stationen nebeneinander hinpacken. Okay. Der Sinn erschließt sich mir in diesem Fall noch nicht. Mit der Entferntaste können wir dann das Gebaute auch wieder entfernen. So, was gehört zu so einer Station dazu, wenn wir sie haben? Wir brauchen natürlich einen Lift. Hier unten gibt es dann den Chain Lift. Es gibt also auch Bremsen. Und a placeholder for future informative item descriptions ist auch sehr schön. Ja, wir können hier aber schon mal Chainlifts bauen. Das sind dann diese schönen Ketten, die uns vorantreiben. Da seht ihr hier schon drei Buttons. Bei den Chainlifts können wir nur die Höhe definieren, also den Neigungswinkel sozusagen. Wir bauen jetzt mal hier so ein schönes Ding nach oben und ziehen das dann hier gleich gerade. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. So, wenn ihr mir nicht folgen könnt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Dann mache ich es beim nächsten Mal anders und mache auch gerne mal ein Tutorial, wie man dann richtig geile Achterbahn baut. So, dann sehen wir hier schon, wir können das hier nach unten neigen so ein bisschen. Hier die Länge definieren. Ah, da wird es natürlich ganz, ganz steil auf einmal. Weiter nach unten justieren können wir es leider nicht. Das hier schon das Maximum im Moment zumindest in Sachen Neigungswinkel. Und wir können natürlich auch hier den Angel Snap sozusagen bestimmen, also ab wo dieses der Track sozusagen festjustiert. Wir ziehen das jetzt aber einfach mal alles ein bisschen nach unten, also ein schöner freier Fall für unsere nicht vorhandenen Gäste. Also die Gäste gibt es natürlich, die kommen auch nachher in den Park rein, keine Frage, aber so wenn der Ride offen ist, fahren sie glaube ich nicht damit. Das testen wir auch nochmal. So, jetzt seht ihr schon, wir nähern uns dem Boden und unser Building Tool schlägt uns jetzt automatisch schon vor, dass wir doch jetzt bitte vielleicht einmal schon mal wieder auf Höhe bauen sollten. Also zumindest einen leichten Drop-in haben. Ist, finde ich persönlich fantastisch gemacht. So, das machen wir jetzt auch mal. Wir vertrauen mal unserem Tool hier und bauen jetzt als erstes gleich mal echt einen schönen Looping rein. So, den können wir natürlich noch nicht groß verändern. Wir können zumindest aber die Länge bestimmen. Den wird man nachher aber ganz hier auch anpassen können. Natürlich könnt ihr auch so ein Looping auch selber bauen. Überhaupt gar kein Thema. Viel Spaß. Ne? So ein Looping ist nämlich nicht mal eben kurz gebaut. Deswegen finde ich es schon ganz cool, wenn man hier so ein paar vordefinierte Formen hat. Aber
Man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Ich zeige euch gleich mal, warum. Wir können jetzt hier auch nochmal eine Kurve reinbauen. Ihr seht hier schon, wir haben hier so einen Neigungswinkel, den wir definieren können. Ist echt ganz cool gemacht. Wir können ihn auch über Kopf fahren lassen. Dreht sich schon mal fantastisch mit. Also dafür, dass der Coasterbau jetzt quasi noch, dass die Entwickler da noch ein bisschen dran arbeiten wollen. Ne? Deswegen ist er jetzt dann auch nicht offiziell freigeschaltet. Der ist schon extrem gut. Also, liebes Frontiers Development Team. Keine falsche Scheu. Das Ding ist echt jetzt schon fantastisch. Aber ich finde es gut, dass sie jetzt sagen so, hey, nee Jungs, wir warten noch ein bisschen, bis wir das Ding freischalten. Wir wollen es halt perfekt machen. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber ich denke mal, wenn jetzt eine Alpha rausgebracht worden wäre, in der es theoretisch nicht möglich ist, Coaster zu bauen, dann wäre die Community wahrscheinlich so ein bisschen auf die Barrikaden gegangen. So ähnlich wie bei Rollercoaster Tycoon World damals zum Beispiel. Wobei, da wurde der Coaster-Editor als erstes freigegeben. Dann hat sich die Community riesig schön beschwert. Und dann haben die gesagt, ach ja, Mensch, da müssen wir wohl noch mal ein bisschen nachbessern. Aus diesem bisschen nachbessern ist das Release jetzt von, ach, ich glaube, 10.12. letzt 2015 haben wir irgendwann geplant. Jetzt haben wir den 22.03.2016. Ist das Release ein bisschen nach hinten verschoben worden. Warum, weiß man halt auch nicht ganz so. Genau, zumindest wollen sie halt noch ein bisschen testen. Vielleicht gucken sie aber auch, was Planet Coaster so kann und bauen dann dementsprechend noch ein paar nette weitere Features ein. So, genug gefaselt. Wir bauen jetzt hier mal die Achterbahn hier zu Ende. Wir können natürlich auch noch so ein paar schöne Rollen hier einbauen. Das ist eine ziemlich große Rolle, fällt mir gerade mal auf. Ups. Wir können aber auch einfach coolerweise hier so eine Barrel Roll einbauen. Und bauen jetzt mal die Achterbahn zu Ende. So, ihr seht ja schon, auch Kurven sind dann relativ einfach zu bauen. So einen schönen kleinen, so eine schöne kleine Kurve rein. Machen wir die ein bisschen kürzer hier. So, so. Und dann machen wir die Kurve noch ein bisschen schärfer. Ja, so. Also die Autocomplete-Funktion gibt es im Moment halt leider auch nicht. Auch die Testfunktion noch nicht. Da bin ich aber extrem drauf gespannt. So, jetzt gucken wir mal, dass die ungefähr richtig ankommt. Unsere schöne Bahn hier. Und ihr seht gleich, ja, da ist es. Unsere Achterbahn oder der Coaster, soweit ist er schon, dass er quasi eine Auto-Snap-Funktion hat. Das ist schon echt ganz cool gemacht. Das heißt, es erleichtert uns den Achterbahnbau halt immens. So, und jetzt gucken wir mal, wenn ihr die Achterbahn auch mal selber fahren wollt und mitfahren wollt, das ist auch überhaupt kein Thema. Ihr geht aus dem Baumodus mit zweimal Escape raus und sagt halt hier Place Entrance. Packt ihr hier den Eingang hin zum Beispiel. Dann sieht auch so eine kleine Checkliste, to open the ride, you need this. Packen hier den Ausgang hin, packen hier jetzt ein, das ist auch ganz wichtig, wir müssen natürlich eine Warteschlange platzieren. Und diese Warteschlange, ich zeige es eben jetzt auch mal, nur um zu zeigen, dass es nicht funktioniert. Ihr könnt sie hier nicht einfach anschießen, das funktioniert halt nicht. So, mit der rechten Maustaste macht ihr die Aktion rückgängig, also dieses Bauen rückgängig. Platziert ihr hier hin und jetzt kommt hier nämlich unten dieser Punkt, add a ticket booth to queue, so. Und dann packt ihr es einfach hier ran. So, seht ihr schon, das snappt dann automatisch ein. Und dann habt ihr quasi den passenden Übergang von der Warteschlange bis hier zum Parkeingang. So, und das seht ihr auch, wenn ich jetzt hier mal sage, ich möchte jetzt hier bauen. Ich kann natürlich auch die Breite nochmal einstellen. 6, 7, machen wir mal 8 Meter hier. Ah, das snappt noch nicht so ganz ein, okay. Da müsste, das sieht aber glaube ich ein bisschen auch noch an der Alpha. Weil jetzt ist es eingesnappt. Ja, hat jetzt funktioniert, nicht zu 100% perfekt und schön, aber es sieht schon mal echt, echt gut aus. So, okay. Das heißt, wir haben alles gemacht. Und können jetzt hier einen Train draufsetzen. Das machen wir jetzt auch mal. Wir machen hier einfach Add Train. Ups, auf einmal steht da ein Train. So, dann müssten wir, um das ganze Ding fahren zu können, oder auch mitfahren zu können, den Ride einmal schließen. Das ist ganz wichtig. Und dann drücken wir hier auf Start. So. Und dann fährt die Kiste auch schon los. Seht ihr? So, jetzt können wir hier draufklicken. Ah, können hier draufklicken. Habe ich gerade gesagt. Ich habe gesagt, wir können hier draufklicken. Oder auch nicht. Eigentlich sollten wir draufklicken können. Hallo. Ah, jetzt. So. Und jetzt fahren wir quasi im Cinematic View einmal mit. Das ist jetzt hier die Action-Kamera. Gucken wir mal, ob der Looping funktioniert. Ja, funktioniert. Herrlich. So, in die Kurve geht es auch schön rein.
So, jetzt kommt die Barrel Roll nochmal. Nimmt er auch fantastisch mit. Aber oh, echt, das ist eine schöne Kamera. Das ist eine schöne Action-Kamera, die halt das Geschehen sehr schön einfängt. So, fantastisch. Funktioniert. Auch wenn jetzt die Kamera gerade ein bisschen komisch gesprungen ist. Ich frage mich, wo ich mich gerade... Ach, da befinde ich mich. Okay. So, zoomen wir nochmal ran. Das funktioniert irgendwie auch gerade nicht. Also irgendwie funktioniert mein Mausrad gerade. Ach, jetzt funktioniert es wieder. Okay. Ist natürlich noch Alpha. Da darf auch mal ein Mausrad nicht funktionieren. So. Wir sagen jetzt nochmal hier im Debug-Modus Start. Gehen nochmal in die Ride-Kamera rein und sagen jetzt halt hier eben Seat. Also die Frontansicht des Ganzen. Ja. An dieser Stelle sage ich auch, also wieder, ihr wisst jetzt, wie ihr eine Achterbahn baut. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich mal bauen könnte als Achterbahn, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Es werden weitere Videos folgen, in denen ich auch noch mal ein paar andere Sachen von Planet Coaster zeige, wenn wir hier in die Looping reingehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Lasst gerne ein Like da, lasst einen Kommentar in die Kommentare stehen, lasst ein Abo da. So, und jetzt gehen wir mal in den Barrel Roll rein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald und ja, ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Guck mal, welche mitfahren hier mal. Oh, hey, Mensch, es fahren sogar schon Leute mit, oder? Ah, nee, das ist so ein bisschen langweilig, oder? Gas Management. Coming soon, Gas Management, okay. Mal gucken, ob diese, wir gucken jetzt nochmal, ob diese Person mitfahren, bevor ich mich verabschiede. Das ist nämlich Surprise, Surprise. Ich weiß nämlich gar nicht, ob die mitfahren. Aber anscheinend fahren sie nicht mit. Nee. Die bleiben jetzt wahrscheinlich für Ewigkeiten da drin sitzen. Das ist schade. Naja. Nein! Hey, die Kiste fährt. Geil. Okay. Jetzt können wir mal die Cinematic View uns nochmal angucken als Abschluss. Und dann jetzt kommt jetzt auch schon die, so ein bisschen die Outro-Musik und dann bin ich auch gleich weg. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao, ciao. Sagt Florian von Let's Multiplay. Wuhu! Abfahrt. Und der Looping nochmal. Funktioniert auf jeden Fall. Fantastisch. Ja, wir fahren sogar Gäste mit. Das ist schon echt. Ich bin auf Phase 2 gespannt. Jetzt schon. Und auf den Rest von Planet Coaster natürlich auch. So. Fantastisch. Ja. Die Leute haben es auch überlebt. Wir sollten denen jetzt vielleicht nochmal einen Ausgang schenken. Oder auch nicht. Vielleicht verschwinden sie einfach. Naja. Also, jedenfalls solltet ihr einen Ausgang irgendwie bauen. So, ungefähr. Zack. Fertig. Nicht schön, aber sehr gut.